Am heutigen Dienstag kam es in Dienstlagen auf der Hüngster Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 11.30 Uhr ein 61-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Auto die Hüngster Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Plötzlich und unerwartet querte ein 83-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Fahrradfahrer lebensgefährliche Verletzungen, denen er hier noch an der Unfallstelle erlag. Die Hüngster Straße ist aktuell in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Polizeibeamte leiten den Verkehr ab. Das Verkehrskommissariat aus Förde hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und wird dabei unterstützt von einem Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen, und die Ermittlungen dauern derzeit noch an.